Hallihallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einem Video, das so auf diesem Channel noch nicht gelaufen ist. Ich zeige mein Pretty Face öffentlich, ganz normal. Man muss sich ja manchmal den Gepflogenheiten des modernen YouTubes anpassen. Ich habe einmal gesagt, ich werde nie ein Videospiel spielen, in dem eine Facecam drin vorkommt, weil ich finde, es geht nicht um die Facial Expressions des Aufnehmers, sondern um den Inhalt des Videos. Und das Ding ist, dass ich mich verändert habe und dass auch YouTube sich verändert hat und dass alles ein bisschen drunter drüber geht. Und ich die Outlast-Demo jetzt mit Facecam zocken werde. Ganz öffentlich. Ich hatte schon mal ein Facecam-Video, beziehungsweise ein Video, wo ich mein Gesicht gezeigt habe, auf diesem Channel hochgeladen. Es ist ein bisschen früh für eigentlich ein Horrorspiel, aber. Ja, so ist das. Ich sehe auch ein bisschen müde aus, sehe ich gerade. Ich bin gerade aufgestanden, so vor 2 Stunden. Und ich wollte dazu nur sagen, dass, keine Ahnung, das bin ich so halt, ne? So sehe ich aus. Genau, ein bisschen hell für Outlast. Ich habe Outlast 1 schon so 3 Parts aufgenommen, gehen jeweils 45 Minuten. 4 Parts fast schon. Und zwar mit der guten Kalia Crash. Und wir werden dieses Let's Play auf jeden Fall beenden. Wann? Wir spielen mal. Den ersten Part haben wir im Februar aufgenommen. Den zweiten dann irgendwann im Juni. Und der dritte Part. Ja, ne? Deswegen ist die Frage jetzt: Habt ihr Bock auf Outlast, immer jeden Monat quasi ein Part hochzuladen oder immer, wenn wir aufnehmen, ein Part hochzuladen? Oder hättet ihr Bock, dass das alles irgendwie an ein Stück kommt? Dann sieht man sozusagen so 2 Jahre in einem Blick. Meine Brille ist ein bisschen dreckig. So sehe ich übrigens ohne Brille aus. Genau. Hättet ihr Bock, Outlast komplett zu haben oder halt gestückelt? Das ist halt die Frage, die ich jetzt so an euch habe. Wenn ihr nämlich Bock habt auf die gestückelte Version, dann würde ich jetzt immer. Oh Gott, meine Haare, ey. Kommt gerade aus der Dusche. Jetzt ist da ein Haar. Gut. Dann würde ich jetzt immer, wenn wir aufnehmen, es gleich hochladen. Wenn es jedoch so ist, dass ihr. Ich müsste auch mal wieder zum Barbieren, beziehungsweise meinen Bart ein bisschen stoppeln. Also dingsen lassen. Ihr wisst, was ich meine. Genau. Dann würde ich den Part halt immer hochladen, wenn wir sie aufnehmen. Oder ich lade sie irgendwann, wenn wir alle Parts haben, in einem Monat hoch. Also jeden Tag ein. Müsst ihr in die Kommentare schreiben, wie ihr das sehen wollt. Müssen wir ganz kurz was gucken. Wir sehen uns gleich wieder. Outlast 2. Hallo Leute und herzlich willkommen zu Outlast 2. Meine Haare sind mittlerweile trocken. Ich habe super viel gemacht. Ich füge eine halbe Stunde her, seitdem ich den anderen Kladderadatsch aufgenommen habe. Das Problem war, es hat nicht funktioniert mit dem AMD-Aufnahmeprogramm. Dann habe ich mit Fraps aufgenommen. Dann, immer wenn ich eine Taste gedrückt habe, bin ich zurück auf den Bildschirm geflogen und musste irgendwas eingeben. Ich habe 25.000 Mal Firefox geöffnet, weil ich immer auf Linksklick gedrückt habe. Und Linksklick bedeutete Firefox öffnen. Und ich dachte mir so, ja, hör auf damit. Und ich habe deshalb, um mich ein bisschen zu entspannen, die Stimme zu beruhigen, etwas auf mehr Redeschwall zu kommen, habe ich angefangen zu singen. Und mein Hund kam auf einmal an und legt sich unter mich und denkt sich, yo, sing weiter. Willkommen zur Outlast 2-Demo. Du bist Blake Langermann, ein Kameramann, der mit seiner Frau zusammenarbeitet, die Lynn heißt. Ihr zwei seid investigatorische Journalisten, die bereit sind, Risiko einzugehen und tief und so zu buddeln, um die Geschichten zu entschlüsseln und die niemand sich traut anzufassen. Ihr folgt einer Spur von Hinweisen, die mit einem quasi unmöglichen Mord von einer schwangeren Frau namens Jane Doe einhergeht. Die Investigation habt euch Meilen in die Wüste von Arizona verbracht, eine Dunkelheit so tief, dass niemand, dass kein Licht an sie herandringt von oben natürlich, und eine Korruption so
profound, so tief, keine Ahnung. Die einfach verrückt wird bei den einzigsten sinnvollen Sachen, die sie tut. Los jetzt hier, wir haben den ganzen Tag Zeit. Continue. Komischer, continue. Continue. Here, let me try a version that can serve as an intro for the whole piece. Tell me when we're good. Okay, we're good. 2 weeks ago, a young woman was found wandering, barefoot, pregnant and alone, on a barren stretch of highway, 100 miles from the nearest... Oh, the fuck! Did you see that? We lost the engine! Fuck! Outlast 2. Ich hab gar keinen Bock. Fassen wir euch Soma, aber Soma war, finde ich glaube ich noch schlimmer. Weil unter Wasser ist immer furchtbar. Ich kann wirklich ohne Brille nicht sehen, genauso wie im Video. Ein Held mit Brille muss echt scheiße sein. Muss wirklich verloren sein, wenn die Brille weggeht. Komplett. Am Arsch. Der Dude. Oh, natürlich den Camcorder mitnehmen. Nicht gucken, ob man sich irgendwas gebrochen hat. Alles muss aufgenommen werden. Das ist YouTuber-Business. Früher waren es Journalisten, heute YouTuber. Oh, scheiße, wir humpeln. Guck. Hätte er das Bein gleich behandelt, dann... Funktioniert's jetzt? Ja! Lynn! 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 Okay. Boah, ist das schnell. Da sind wir also abgestürzt. Wir sind anscheinend mit einem Helikopter abgestürzt. Und befinden uns nun... irgendwo an den ausufernden... Alter, ich muss die Maus langsamer stellen. Das geht so nicht. Ich könnte natürlich auch mit Gamepad spielen. Ich glaube, solche Spiele spiele ich lieber mit Gamepad, so Horrorspiele. Ich hatte tatsächlich so mal mittendrin einmal umgestellt auf Gamepad und es hat besser funktioniert auf jeden Fall. Okay. Angenehm hier. Sehr windig anscheinend. Da hinten ist irgendwo eine Kirche. Ich glaube, wir versuchen mal dahin zu kommen. Kirchen sind immer gut. Klopf mir mal an. Hallo? Hallo! I'm lost. Wir sind abgestürzt. And hurt. Jammed. Marmeladisiert. Warum sollen wir rennen? Okay, Häuschen. Und Hütchen. Okay, da will ich gar nicht rein. Glaubt mal, da will ich nicht rein. Okay. Jesus. Lynn. No. Meine Fresse, wer bist du denn? Okay, der Dude verpisst sich aber von meiner... Präsenz? Hoffe ich jedenfalls. Oh mein Gott, ein fetter... Oh, fetter Lord... Fett Lord Jesus. Wir können uns hier drin verstecken. Batterien! Geil! Ein bisschen Angst hier rumzurennen. Nach diesem Typen. Oh, Babyfotos. Ah, der Open Window.
What? Alter! Aber sie haben die Bibel! Es müssen gute Menschen sein! Wir raus hier! Jammed. Ich will lieben. Wir müssen Marmelade wirklich lieben hier. Ah! Kann der sich klein machen, Mann? Alter! Ja, gut. Ist hier die Straße nach oben? Ich bin ziemlich danach aus. Satanis in Michael Day. Warum? Warum sollte ich da runtergehen? Ich würde durch den Wald gehen, aber nicht in die Krypta des Todes. Ach du Kacke. Ich arbeite zurzeit auf einer Kinderstation. Das hier ist echt eklig. Der Kripper, Krippe. Gut, wurde hier der Lord des Teufels geboren? Anscheinend hat das aber nicht zusammen. Hat nichts zu tun. Oh, ist aber auch ein Kreuz. Nett drapiert. Hat nichts zu tun mit Outlast. Ach du Kacke. Mit Outlast 1. Einfach rüberlaufen. Ne, ne. Hab nichts gesehen. Alles ist gut. Nein, ist es nicht. Nein. Oh, jetzt haben sie noch die Ringszene. Geil. Scheiß Hentai-Shit. Okay. Ach, left alt. Ah, okay. Das ist mir ernsthaft, will er da nicht lang gucken? Was ist da wohl passiert? Nee. Ach so, okay, man muss zurück. Alter, ist das dunkel hier drin. Essen wir in so einem Lüftungsschacht? Er wundert sich gar nicht. Nö, das passiert hier immer. Gut. Da geht's runter. Finde ich ganz geil. Ich glaube, ich bleib hier drin. Ist angenehm hier. Nein! Schulbänke? Der Geruch von Kreide und Blättern? Nein! Wir sind in der Schule! Das ist das Schrecklichste, was sie hätten tun können! Ich will wieder in den Horrorwald! Nein! Werf mich nicht mit Kreide! Nee, jetzt mal ernsthaft, ich hasse die Schule. Miracles of Jesus. Oh Gott, eine katholische Schule. Ich muss wirklich in meinen Katholikunterricht, ich bin ja Katholik, hat der Priester mich immer, weil ich immer Bullshit gelabert habe und immer alles hinterfragt habe, was Jesus getan hat, hat er mich einfach in die dunkle Ecke gesetzt, ganz hinten, voll behindert. Dann wieder so, ja, hör auf, bitte. Ich will wieder nach vorne, nicht in die dunkle Ecke. Immer, ich war da mindestens 10 Stunden und der hat mich immer hinten in die dunkle Ecke gesetzt, in der Kirche. Voll gemein. Und die anderen waren so in so einem Lichtkegel. Und so richtig schön. So stell dich mal von hinten vor, das einzige Licht, was brennt. Überall anders ist es dunkel und ich sitze so hier. Und ich sitze so zum Rücken zu ihnen und guck so in so einen langen, dunklen Flur. Hat mich geprägt auf ewige Zeiten. Seitdem habe ich keine Angst mehr, sondern bin einfach tot. Innerlich. Ja. Priester. Achso.
Ah. Abgeschlossen. Frau Lehrerin! Okay. Das ist super laut, als ob der Geist es nicht hört. Bist du dumm? Geister haben keine Ohren. Ich glaube, mit Kopfhörern wäre es noch schlimmer. Jessica? And Lynn? Hey Lynn, I'm bored. Mr. Chomoway is still talking about the 30 years old war, blah blah blah. Habsburg, blah blah. Anyway, I'm not riding home with you today because I've got John, but I'll call you when I got home, okay? Saf Combust, the worst. His nasal spray totally makes me want to puke. Journal who? Shut up, bitch. Also, we should replace with nasal sprays with short suits. Ein Einhorn mit einem Herzchen und einem Centaur. To Jessica. Okay. This was Jessica's. Das ist die Stuhluhr meiner Frau. Ja, gut. Okay. Oh, Alter. Ja, auf hinter uns zu stehen, Dude. Ich renne jetzt, glaube ich, mal lieber weg. Batterien. Eigentlich mag ich Spieluhren sehr gerne. Aber die sind super teuer. Ich habe mal geguckt, wie viel so eine Spieluhr kostet. Weil ich das jemandem schenken wollte. Und die kosten richtig viel. Die kosten richtig viel Geld, so eine richtig gute Uhr. Achso, ich dachte schon, das wären 3-Minuten-Zeiger. Das wäre nämlich komisch geworden. Jammed. Ich warte noch ein bisschen mit den Batterien. Abgeschlossen. Holy shit, man! I don't want to! Alles ist verloren. Irgendetwas guckt von draußen aus zu. Es ist Winter. Wir sind nicht mehr in Arizona. Alles, wo ist meine Frau? Jessica! Jessica! Nope. Nee. Das ist mir im katholischen Unterricht noch nie passiert. Also was ähnliches, aber noch nicht so was. Nehmt eure sexy Griffel hier weg. Hä? Piss dich! Bin ich wieder im katholischen Wald.
Oh, scheiße. Gut, ich sollte raus hier. Ich weiß keine Ahnung, wohin ich muss. Keine Ahnung, wo ich lang muss, Leute. Mein Plan. Alter, sind wir auf dem Drogentrip gewesen in der Schule. So habe ich die Schulzeit in Erinnerung. Ja, eigentlich genau so. Ich habe keine Ahnung, wo wir lang müssen, Leute. Ich laufe mehr oder weniger einfach geradeaus. Hier waren wir schon. Ich glaube, wir müssen hier durch das Haus, kann es sein. Eigentlich gehe ich. Ich weiß es nicht. Wie schon gesagt, ich gehe. Das wäre durchs Kornfeld. Wir werden gerade fett verfolgt, die wissen genau, wo wir sind. Wir wissen nicht, wo wir sind. Lol. Interessant. Nicht gesehen. Ich habe wirklich keine Ahnung, wo wir lang müssen. Vielleicht hier irgendwo hin? Hier sind, von hier sind wir gekommen. Mich, dass wir von da hin müssen. Also da wieder hin müssen, so. Vielleicht dahin? Cool. Wasserdruck. Gut. Ich glaube, ich gehe wieder. Ah! So! Oh. Oh. Scheiße. Kacke. Ich glaube, wir müssen hier lang. Rutschen wir irgendwo runter an meine Brille. Nein! Er hat uns kastriert! Jo Leute, das war Outlast 2, die Demo. Ich hoffe, 2017 wird spannend mit Outlast. Ich hoffe, dass ihr es euch gefallen hat, auch mal meine Facial Expression zu sehen, wenn ich aufnehme. Gleichzeitig, hoffentlich hat euch das ein bisschen angeteasert auf das Projekt mit Cardiac Crash, Outlast 1. Was wollte ich erzählen?
Genau, schreibt in die Kommentare, was ich am Anfang erwähnt habe. Und wir sehen uns in einem nächsten Part. Das geht nicht aus. Ich hasse dieses... Verstehe nicht. Das ist voll dämlich. Immer so jetzt... Ciao, Leute! Ich gucke auch mal auf den rechten Bildschirm, weil da mein Facial Expression ist und ich das mal ansehen muss. Das heißt, ich muss eigentlich die ganze Zeit achten, wie ich aussehe, weil ich sehr wenig Konfidenz habe. Nein, aber ich weiß nicht, das ist komisch. Man entfällt immer da auf. Ist egal, tschüss.